Wir feiern Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der niemals preisgibt das Werk seiner Hände. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir begrüßen euch heute am Reformationstag mit dem Wochenspruch. Er steht im 1. Korinther 3, Vers 11. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Hier stehe ich und kann nicht anders. Mit diesen Worten bezeugte Martin Luther seinen unverbrüchlichen Glauben daran, dass Jesus Christus allein derjenige ist, der uns durch seinen Kreuzestod erlösen kann. Ja, dass wir uns aus eigener Kraft eben nicht erlösen können. Wir haben die Farbe Rot gewählt heute. Die Farbe Rot steht für Erneuerung und vor allen Dingen für den Heiligen Geist, durch den sich Luther immer wieder inspirieren ließ und der ihn führte durch all die Schwierigkeiten hinweg, mit denen er seit seines Lebens zu kämpfen hatte. Von dem Zeitpunkt an, an dem er begann, Gott zu suchen, bis dahin, als er ihn dann endlich für sein Leben fand. Jesus war für ihn immer eine feste Burg. Und deshalb lasst uns dieses Reformationslied, das Reformationslied schlechthin, jetzt gemeinsam singen. Es ist die Nummer 362. Am feste Burg ist unser Gott. Wir singen die angegebenen Strophen.
Wir beten mit Worten aus Psalm 46. Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht, wenngleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenngleich das Meer wütete und wallte und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Gott ist bei ihr drinnen, darum wird sie fest bleiben. Gott hilft ihr früh am Morgen. Die Heiden müssen verzagen und die Königreiche fallen. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Kommt her und schauet die Werke des Herrn, der auf Erden solch ein Zerstören anrichtet, der den Kriegen steuert in aller Welt, der Bogen zerbricht, Spieße zerschlägt und Wagen mit Feuer verbrennt. Seid stille und erkennet, dass ich Gott bin. Ich will der Höchste sein unter den Heiden, der Höchste auf Erden. Der Herr Zebaoth ist mit uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Amen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Wir sind hier zusammen in Jesu Namen, um dich zu loben, o Herr. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Ehre dem Vater, Ehre dem Sohn, Ehre dem Heiligen Geist, der in uns wohnt. Wir sind hier zusammen. Lieber himmlischer Vater, auch heute und gerade heute kommen wir zu dir, um dir unsere Schuld und unsere Sünden, Verfehlungen, Gottesferne zu bekennen. Wir meinen, wir könnten alles. Wir meinen, dass wir mit unserem Gerechtigkeitsempfinden Gerechtigkeit schaffen könnten. Wir meinen, dass wir mit unseren Friedensbemühungen Frieden schaffen können. Ja, wir meinen, dass wir mit unseren Worten die Welt verändern und verbessern könnten. Aber wir müssen einsehen, dass nichts von dem möglich ist. Wir können vor dir und deinem Gesetz nicht gerecht werden, weil wir es schlicht nicht fertigbringen, aufgrund unseres Menschseins nach deinem Gesetz zu leben. Herr, wir bitten dich, dass du uns um Jesu Willen, den du in diese Welt gesandt hast, unsere Schuld vergibst, damit wir durch ihn vor dir gerecht und würdig werden. Kyrie eleison, Herr, erbarme dich. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
machst dich unserer immer wieder gern. Du hast uns um Jesu Willen unsere Schuld für immer vergeben. Du hast ihn in den Tod geschickt, damit wir leben können. Dafür preisen wir dich und geben dir die Ehre. Lobe den Herr, meine Seele, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe den Herr, meine Seele, den Herrn, und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat. Du bist in diese Welt gekommen, damit wir Vergebung und Leben haben. Lass uns das nicht vergessen. Lass uns erkennen, dass wir ohne dich absolut nichts tun können. Ja, dass wir verloren sind ohne dich. Das bitten wir durch dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und leben wirkst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen, 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 Amen. Die Lesung steht im Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 12. Als Jesus die Menschenmenge sah, stieg er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm. Dann verkündete er ihnen, was Gott von seinem Volk erwartet. Er begann: Freuen dürfen sich alle, die nur noch von Gott etwas erwarten und nichts von sich selbst, denn sie werden mit ihm in der neuen Welt leben. Freuen dürfen sich alle, die unter der Not der Welt leiden, denn Gott wird ihnen ihre Last abnehmen. Freuen dürfen sich alle, die keine Gewalt anwenden, denn Gott wird ihnen die Erde zum Besitz geben. Freuen dürfen sich alle, die brennend darauf warten, dass Gottes Wille geschieht, denn Gott wird ihre Sehnsucht stillen. Freuen dürfen sich alle, die barmherzig sind, denn Gott wird auch mit ihnen barmherzig sein. Freuen dürfen sich alle, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Freuen dürfen sich alle, die Frieden schaffen, denn sie werden Gottes Kinder sein. Freuen dürfen sich alle, die verfolgt werden, weil sie tun, was Gott verlangt, denn sie werden mit ihm in der neuen Welt leben. Freuen dürft ihr euch, wenn man euch beschimpft und verfolgt und euch zu Unrecht alles Schlechte nachsagt, weil ihr zu mir gehört. Freut euch und jubelt, denn Gott wird euch reich belohnen. So hat man die Propheten vor euch auch schon behandelt. Darum Lob sei dir, o Christe. Lob sei dir, o Christe, Lob sei dir, o Christe, Lob sei dir, o Christe. Wir haben Gottes Wort gehört und wollen darauf antworten, indem wir gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn,
empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen miteinander das nächste Lied. Das ist die Nummer 342. Es ist das Heil uns kommen her. Wir singen die Strophen 1 bis 4, 6 und 8. Also noch einmal Strophen 1 bis 4, 6 und 8.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem, der da ist und der da war und der da kommt, unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Amen. Der Predigttext steht im Römerbrief, Kapitel 3, die Verse 21 bis 28. Aber jetzt ist eingetreten, was das Gesetz selbst und die Propheten im Voraus angekündigt hatten. Gott hat so gehandelt, wie es seinem Wesen entspricht. Er hat selbst dafür gesorgt, dass die Menschen vor ihm bestehen können. Er hat das Gesetz beiseite geschoben und will die Menschen annehmen, wenn sie einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus Christus getan hat. Das gilt ohne Ausnahme für alle, die dieses Vertrauen haben. Vor Gott gibt es keinen Unterschied. Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Aber Gott hat mit ihnen Erbarmen und nimmt sie wieder an. Das ist ein reines Geschenk. Durch Jesus Christus hat er uns aus der Gewalt der Sünde befreit. Ihn hat Gott vor aller Welt als Versöhnungszeichen aufgerichtet. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, bringt Frieden mit Gott für alle, die dieses Angebot im Vertrauen annehmen. In seiner großen Güte vergibt Gott den Menschen alle Verfehlungen, die sie bisher begangen haben. So zeigt er, dass seine Treue unwandelbar ist. Ja, in unserer gegenwärtigen Zeit wollte Gott zeigen, wie er zu seinen Zusagen steht. Er bleibt sich selbst treu, indem er alle als treu anerkennt, die sich einzig und allein auf das verlassen, was er durch Jesus getan hat. Haben wir Juden also irgendeinen Grund, uns über die anderen Völker zu erheben? Gewiss nicht. Wodurch wird das ausgeschlossen? Etwa durch das Gesetz, sofern es ein Tun fordert? Nein, vielmehr durch das Gesetz, sofern es zum Vertrauen auffordert. Für uns steht fest, Gott nimmt die Menschen an, obwohl sie Forderungen des Gesetzes nicht erfüllt haben. Er nimmt jeden an, der sich auf das verlässt, was er durch Jesus Christus getan hat. Herr Gott, heilige du uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mit einem Gewitter fing eigentlich alles an. Nach dem Gewitter trat Martin Luther den Weg in das Augustinerkloster an, wo er sich dann ständig fragte, wie können Menschen, vor allem wie kann ich vor Gott gerecht werden? Ja, eine regelrechte Gottessuche, ein Ringen mit Gott begann. So ähnlich wie es Jakob erlebt hat. Martin Luther lag förmlich auf dem Boden seiner Zelle im Staub, könnte man sagen, vor Gott und rang mit sich und mit ihm.
In einer Zeit, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, in dem alles Mögliche von menschlicher Seite her versucht wurde, um die Menschen zu ängstigen, ja, den Menschen einen strafenden und zürnenden Gott immer wieder vor Augen zu führen. Ja, wir wissen das alle, das ging so weit, dass man Geld dafür verlangte, dass Menschen eben dem Fegefeuer entgingen oder entgehen sollten. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer in den Himmel springt, so lautete der Spruch des Ablasshandels, ja, in Deutschland von Tetzel angeführt und schlicht und einfach dafür da, um den Petersdom in Rom zu finanzieren. Ja, eine Falschheit und eine Schlechtigkeit der Kirche, wie es gar keine größere geben kann. Wen wundert es da, dass Martin Luther in dieser Weise mit sich, der Welt und Gott ringt? Und ja, aus diesem Ringen heraus, durch den Anschlag der 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg, eben eine Diskussion anregen wollte über das Papsttum, über das Gesetz, ja eigentlich über alles, was die damalige Kirche kannte. War es also von Anfang an Luthers Absicht, die Kirche zu spalten? Nein. Nachdem Luther erkannte, worum es wirklich ging, nämlich, dass wir uns aus eigener Kraft eben nicht erlösen können, sondern dass dies einzig und allein durch Jesus Christus möglich ist, konnte er gar nicht anders, als ja diese Thesen zwecks einer Hervorrufung dieser Diskussion, und nur darum ging es ihm, an die Schlosskirche zu Wittenberg schlug. Und hier spielt es keine Rolle, ob es tatsächlich dieses Datum war oder ob es wirklich die Schlosskirche zu Wittenberg gewesen ist. Nein, hier geht es um viel mehr. Paulus macht das im Römerbrief ganz klar. Wir Menschen können von Glück sagen, dass Gott um der Versöhnung der Menschen willen Jesus in diese Welt schickte, weil er schlicht und ergreifend keinen anderen Ausweg mehr sah. Nein, wir können, und das war Gott von Anfang an klar, seitdem das Böse in die Welt kam durch den Sündenfall und noch viel früher, dass wir Menschen es einfach nicht schaffen, so sehr wir uns bemühen, nach dem Gesetz Gottes zu leben. Und deshalb konnte Luther gar nicht anders, als gegen den Ablasshandel und gegen das Tun der Kirche sich aufzulehnen. Es war ja auch leichtes Spiel der Kirche. Die Gottesdienste wurden in lateinischer Sprache gehalten und ja, man konnte den Menschen viel, sehr viel erzählen. Die meisten einfachen Menschen konnten nicht einmal lesen und schreiben, geschweige denn
die lateinische Sprache. Also hatte man doch, wie ich eben schon mal sagte, leichtes Spiel. Man konnte den Menschen viel erzählen. Und das war natürlich den Mächtigen ein Dorn im Auge. Man muss das mal aus ihrer Sicht sehen. Da steht ein kleines Mönchlein in Deutschland auf und widerspricht der mächtigen Kirche. Er widerspricht dem Ablasshandel und gefährdet damit den Bau des Petersdoms und ja, könnte das Papsttum und die gesamte kirchliche Hierarchie aus den Angeln heben. Das konnte man nicht auf sich sitzen lassen. Der Reichstag zu Worms war die Folge. Hier stehe ich und kann nicht anders, sagt Luther. Und die Folge war der Kirchenbann, der Ausschluss aus der Kirche. Und ja, er war von diesem Augenblick an freiwillig. Jeder, der ihn fand, konnte ihn töten oder an die Mächtigen ausliefern. Die Flucht auf die Wartburg war die Folge. Als Junker Jörg tat er etwas, das die Welt revolutionierte. Er übersetzte zunächst das Neue Testament aus dem Griechischen ins Deutsche. Dafür brauchte er 10 Monate. Und für die Übersetzung der gesamten Heiligen Schrift 12 Jahre. Ja, 12 Jahre. Von 12 Perlen sind die Tore, heißt es im Lied Wachet auf, ruft uns die Stimme. Jedes Jahr, kann man sagen, steht für ein Tor und für eine Perle. Die Folge war, dass es endlich eine einheitliche Sprache gab, wenn natürlich auch durch Luthers Geburt zunächst einmal vom Sächsischen geprägt, aber sie war vorhanden. Die Menschen konnten die Bibel endlich in der Landessprache lesen. Durch den Buchdruck, der dafür sorgte, dass die Heilige Schrift sich in ganz Deutschland verbreitete, war es möglich. Die Schulpflicht war die Folge. Die Kinder der einfachen Leute lernten lesen, rechnen und schreiben. Und auch die Erwachsenen konnten sich mit diesen Dingen beschäftigen. Und das löste natürlich ein Verlangen nach Gottes Wort aus. Lieder entstanden. Deutsche Lieder, die die Menschen singen konnten. Die ersten Gesangbücher gab es. Und damit natürlich auch das Lied, das wir gerade gesungen haben, Ein feste Burg ist unser Gott, mit dem kraftvollen Text, woraus hervorgeht, was Paulus im Römerbrief sagt, dass Gott etwas tat, was er eigentlich gar nicht hätte tun müssen, weil er um unsere Unwürdigkeit und Fehlbarkeit wusste. Aber die Liebe Gottes machte es möglich, dass Jesus in diese Welt kam und eben wir dadurch die Vergebung und die Erlösung haben. Das einzige Mittel,
das uns ermöglicht, mit Gott zu reden und uns von der Sünde zu befreien. Weder Ablasshandel noch irgendein Tun der Kirche hätte dies ermöglichen können. Nur die Liebe unseres himmlischen Vaters, der so weit ging, dass er selbst seinen eigenen Sohn um unseren Willen nicht verschonte. Das ist die Botschaft des Reformationstags. Das ist die Botschaft, die die Welt veränderte, die dafür sorgte, dass Strukturen hinterfragt werden konnten, ja, dass tatsächlich Diskussionen stattfanden. Noch einmal die Frage, hatte Luther die Spaltung der Kirche im Sinn? Ein ganz deutliches Nein muss man hier sagen. Spaltungen kommen eben nur durch Uneinigkeit der Menschen zustande. Man konnte sich eben nicht zu einer einheitlichen Kirche durchringen. Und dadurch entstand die Spaltung. Luther wollte diese nicht. Er wollte die Messe, so wie sie war, beibehalten. Und das hat er auch getan. Noch heute werden lutherische Messen gefeiert. Anderen ging natürlich die Reformation Luthers nicht weit genug. Bilderstürme waren die Folge. Zwingli und Calvin, die Schweizer Reformatoren, stellten die Predigt in den Mittelpunkt. Musik und alles, was sie in irgendeiner Form als schmückendes Beiwerk empfanden, wurde aus den Kirchen verbannt. Und unter streng reformatorischen Christen ist dies heute noch so. In Deutschland, im damaligen Preußen, war die unierte Kirche die Folge. Ein Zusammenschluss der lutherischen und der reformierten Kirche. Und das gibt es heute noch. Ja, Spaltungen entstehen nur durch die Uneinigkeit der Menschen. Man kann also den Reformatoren diesen Vorwurf nicht machen. Aber noch einmal, was die Reformation bewirkte, war, dass das einfache Volk eben nicht mehr für dumm verkauft werden konnte, sondern die Reformation schuf die Mündigkeit der Menschen. Jeder hatte die Möglichkeit, Gottes Wort zu hören und zu lesen. Und das ist es, wofür wir heute noch dankbar sein müssen. Denn wäre dies nicht geschehen, wer weiß, wie wir heute dastünden. Die Reformation ist als Erneuerung des Alten zu begreifen. Und dass Jesus immer wieder Menschen in diese Welt schickt, um eben darüber nachzudenken, dass nur Gottes Wort uns die Erlösung bringt, das ist ein Segen. Ein Segen, den wir nicht hoch genug schätzen können und der mit der Reformation seinen Anfang nahm. Amen. Amen. Und der Friede Gottes, der all unser Begreifen übersteigt, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Jesus, wir danken dir, dass du Menschen wie
Martin Luther in diese Welt gesandt hast, dass du ihnen die Kraft gegeben hast, dagegen aufzustehen, ja, dass dein Wort missgedeutet und verfälscht wurde. Wir danken dir dafür, dass wir heute dein Wort lesen können, dass wir dein Wort als Kraftquelle und Richtschnur unseres Lebens wahrnehmen können und dürfen. Wir bitten dich, mach du uns eins unter deinem Wort, ganz gleich welcher Konfession wir angehören. Sei du die Erlösung, mach du uns immer wieder neu zu deinen Kindern. Mach du uns bewusst, dass allein deine Liebe und Gnade für uns zur Seligkeit wird. Nimm von uns, was uns trennt von dir, damit wir dir aus vollem Herzen die Ehre geben können. Amen. Wir sind hier zusammen. Wollen dich erhöhen. Oh,
Jesus, wir danken dir für die Freiheit, die du uns durch Martin Luther und andere und die Reformation gebracht hast. Die Freiheit, dass wir dein Wort hören können. Die Freiheit, dass wir lesen und schreiben dürfen. Und vor allen Dingen danken wir dir für die Freiheit, die du uns am Kreuz gebracht hast durch deinen Tod und deine Vergebung und den Frieden, den wir durch dich mit unserem himmlischen Vater haben dürfen. Wir loben und preisen dich in Ewigkeit. Ihr Lieben, Folgendes möchten wir euch mitteilen. Wir laden herzlich ein zu den nächsten Gottesdiensten. Einmal zum Gottesdienst am Sonntag, den 23. Sonntag nach Trinitatis und natürlich auch wieder zum Kindergottesdienst. Wir danken euch, dass ihr heute mit uns diesen Lobpreisgottesdienst zum Reformationstag feiert, dass wir Gemeinschaft miteinander haben können. Ja, durch den einen, der es wert ist, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben, durch Jesus Christus. Wir werden auch heute wieder die Spendenkonten zugunsten der Flutopfer und der Ukraine einblenden. Wir danken euch für alle Hilfe, die ihr geleistet habt und auch alle Hilfe, die ihr künftig leisten werdet. Die übrigen Kollektenzwecke könnt ihr wie immer aus dem Internet und über eure Gemeindebüros und natürlich auch in den Gottesdiensten erfahren. Gott segne Geber und Gab. Wir wollen nun miteinander Fürbitte halten. Lieber himmlischer Vater, du hast Jesus Christus zu unserem Heil und zu unserer Erlösung willen in die Welt geschickt, damit wir mit dir reden können. Ja, mehr noch, damit wir vor dir gerecht und würdig werden können. Du hast Menschen wie Martin Luther in diese Welt gesandt, damit wir überhaupt dein Wort lesen können. Ja, damit alle Menschen weltweit dein Wort hören können und begreifen können. Dafür danken wir dir. Wir danken dir für alle Menschen, die du dazu berufen hast, dein Wort zu verkündigen, und bitten dich, lass das auch so bleiben. Ja.
sehr wir Menschen deine Vergebung brauchen, sehen wir, wenn wir die Welt betrachten, so wie sie ist. Sie ist voller Krieg, Hass und Unfrieden und Gewalt. Wir könnten noch vieles aufzählen. Wir alleine sind einfach nicht in der Lage, nach deinem Gesetz zu leben. Könnten wir dies, dann würde manches anders aussehen. Wir bitten dich, greife du ein. Komm du in unsere stolze Welt, wie seinerzeit Martin Luther. Halte du all denen, die Krieg für die rechte Lösung halten, den Spiegel vor, und zwar bei allen, die unter den Folgen dieser Kriege leiden. Wir bitten dich für Frieden der Ukraine und insbesondere für Israel und den Nahen Osten und für alle anderen Kriegsherde dieser Welt. Bringe du deinen Frieden. Gerade am Reformationstag müssen wir auch daran denken, wie wichtig Israel für unseren Glauben ist. Paulus hat deutlich gemacht, dass Israel kein Recht hat, sich über andere Völker zu erheben. Wir bitten dich, lass uns als Heidenchristen, also Nicht-Juden, erkennen, dass wir aber auch kein Recht haben, die Existenz Israels in Frage zu stellen. Lass uns erkennen, dass Israel unsere Glaubenswurzel ist, dass Israel das Volk ist, aus dem der eine, der uns die Erlösung bringt, hervorgegangen ist. Insbesondere bitten wir dich an diesem Tag für deine Kirche. Alle Kirchen haben von der Reformation profitiert und sind in gewisser Weise durch die einheitliche Sprache eins geworden. Herr, wir bitten dich, dass trotz all dem Trennenden, was noch zwischen uns liegt, die Einheit im Vordergrund steht. Die Einheit, die alleine durch das Hören deines Wortes Realität werden kann. Wir bitten dich, dass du den Kirchen das bewusst machst, dass, ja, wie Petrus es von Jesus gesagt bekommen hat, der Fels der Kirchen und Gemeinden für alle Menschen da ist und zu aller Menschen Heil und Erlösung da ist. Wir bitten dich, dass du deiner Kirche nach deinem Willen die Einheit und den Frieden schenkst. Alles, was uns sonst an diesem Tag bewegt, das bringen wir nun in der Stille vor dich. Paulus hat gesagt, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist? Unser Herr Jesus Christus. Ja, Jesus, du allein bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir bitten dich, lass uns den Weg deiner Gerechtigkeit gehen. Lass uns die Wahrheit deines Wortes erkennen,
damit wir durch dich Leben in Fülle haben dürfen. Mach uns immer wieder neu zu deinen Kindern, damit wir voll Vertrauen das Gebet sprechen können, das alle Konfessionen und Kirchen vereint. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns miteinander ein Schlusslied singen. Das ist die Nummer 666, Selig seid ihr. Nochmal bei euch bedanken, dass ihr heute mit uns Gottesdienst gefeiert habt. Wir wünschen euch eine gesegnete Zeit. Bleibt gesund und behütet. Und so geht nun hin mit dem Segen des Herrn in diesen Tag und in den Rest der Woche. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns alle und schenke uns und der Welt seinen Frieden. Wir singen nun zum Abschluss das Lied Herr, deine Güte reicht so weit.